Gut, dann würde ich Sie heute in Webmapping und Geoverarbeitung einführen, anhand der Bibliothek TurfJS, JavaScript-Bibliothek. Die Folien werden alle online sein, können Sie gerne nachher nochmal runterladen oder auch bei der Foskis-Seite finden. Bevor wir jetzt erstmal über Turf reden, wieso das interessant ist, praktisch ist, würde ich erst über Geoverarbeitung im Web reden oder eher, wie hat man das lange Zeit gemacht, macht man immer noch, aber eventuell gibt es auch andere Alternativen, wie Turf zum Beispiel. Na, früher war es so, oder ist es eventuell immer noch, es gab halt einen OGC-Standard, WPS, Web Processing Service, um Geoverarbeitung durchzuführen für Web-Anwendungen, für Webmapping, braucht ein paar Sachen. Einerseits eine serverseitige Infrastruktur, eventuell komplex, demnach was da von Sicherheit oder von Daten alles geladen werden muss, ausgeführt werden muss, kann das sehr komplex sein. Man braucht Requests, also Anfragen, was natürlich heißt, ich muss online sein. Ich muss immer online sein, um was an den Server zu schicken und zurückzuschicken, zurückzubekommen. Und das kann eventuell für Anfänger oder für andere Gründe kann das Probleme sein. Zum Beispiel Sicherheit, will man eventuell nicht Zugriff auf den Server zulassen. Genau, wie funktioniert das genau? Also ich bin der User, ich will im Browser einen Puffer ausführen oder einen Intersect in dein Werkzeug. Ich schicke eine Anfrage für ein Tool aus, für mich nur. Wird an den Server geschickt, da wird es bearbeitet in einer Datenbank, in einem GIS, in einem Skript und das wird dann zurückgeschickt und da ist mein Ergebnis. Aber das Wichtige ist halt, ich schicke das von A nach B und dann wird es nochmal zurückgeschickt. Also es gibt immer die zwei Schritte eigentlich, also die zwei, der User, der Client und dann der Server. Und das ist ganz praktisch, ist ganz gut, aber es muss eigentlich nicht immer sein. Vor allem, was ist, wenn ich offline bin, offline Geoverarbeitung machen will, einen Puffer berechnen, wenn ich offline bin. Für mobile Apps kann das ein Thema sein zum Beispiel. Dann kann man es auch anders machen. Und das ist halt dieses TurfJS. Da gibt es auch andere Bibliotheken, aber Turf ist relativ gut ausgebaut. Also es gibt viele, viele Werkzeuge. Turf ermöglicht euch im Browser, direkt im Client, Geoverarbeitung zu machen mit purem JavaScript. Das heißt, ich brauche keinen Request an den Server, ich brauche die ganze serverseitige Infrastruktur nicht, brauche ich alles nicht. Ich brauche nur JavaScript-Befehle, die etwas lokal im Browser machen. Was viele Vorteile hat. Genau, die Frage ist noch, soll ich dann jetzt WPS benutzen? Das hängt davon ab. Also wenn die Analysen, die Berechnungen natürlich sehr komplex sind, dann macht WPS auf jeden Fall Sinn. Bei Turf gibt es auch Limits, wenn ich jetzt 50 Megabyte GeoJSON im Browser lade, dann hängt der Browser auch, das ist klar. Also muss man eventuell auf die Größe aufpassen. Was das Problem ist, mit WPS haben wir oft gesehen, dass das öfters benutzt wird, um sehr einfache Sachen auszuführen. Also ich will wirklich nur auf die Karte klicken, 5 Meter oder 5 Kilometer Puffer berechnen und deswegen schicke ich das jetzt also in den Server. Die Frage ist, muss das sein? Eigentlich kann man das auch im Browser machen. Und genau das werde ich ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, wie Turf funktioniert, wie man das einbindet und so weiter und so fort. Genau, also ihr wisst es jetzt schon, es ist eine JavaScript-Bibliothek für Spatial Analysis, also Geoverarbeitung, Analysen. Und der Punkt hier ist, wie gesagt, JavaScript. Das läuft im Browser mit JavaScript. Also generell Geoverarbeitung im GIS-Bereich benutzt man eher Python oder Java, was auch immer man gerade braucht. In dem Fall geht alles mit JavaScript, also direkt lokal im Browser. Ja, oder wie es hier Morgan Herlocker, der hat das entwickelt, das ist seine Idee, auch wenn es mittlerweile eher ein Mapbox-Projekt ist, er hat das GIS für Webmaps genannt. Also eigentlich soll ich jetzt im Web alles machen können, was ich eventuell im GIS mache. Okay, da gibt es natürlich auch Limits, aber viele Tools, viele Standardwerkzeuge, die ich aus dem GIS kenne, aus QGIS oder was auch immer, die könnte ich jetzt hier auch im Web benutzen. Das wäre so die Idee dahinter. Genau, wurde von Morgan Herlocker 2013 entwickelt, der arbeitet mittlerweile aber für Mapbox und offiziell ist das jetzt auch eher ein Mapbox-Projekt, wird von denen weiterentwickelt. Heißt aber nicht, dass ihr jetzt irgendwas von Mapbox benutzen müsst, zum Beispiel deren Dienste, deren Vektorteils. Also viele denken, ich muss jetzt Mapbox.js benutzen, die Bibliothek, um Karten zu erstellen. Muss ich alles nicht machen. Das ist Turf unabhängig davon. Wird zwar von Mapbox weiterentwickelt, ist ein großes Projekt von denen, aber ich bin nicht unbedingt an Mapbox gebunden. Benutze ich OpenLayers, Leaflets, was auch immer, kann ich Turf auch benutzen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Genau, hier nochmal also offizielle Beispiele, die wir in der Doku sehen. Die Doku ist wichtig, die wird alles sehr gut beschrieben. Benutzt alles Mapbox.js, aber das ist eigentlich optional. Und vor allem,
das ist auch wichtig, die Karte, die Map ist optional. Ich kann Daten bearbeiten, ohne die je zu visualisieren. Ist klar, wenn ich ein GIS benutze, will ich meistens die Ergebnisse zeigen, aber ich muss das nicht unbedingt. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur Befehle ausführen, nie eine Map haben, nie Sachen darstellen. Generell ist es so, jeder Mapping-Client, der GeoJSON unterstützt, wird TURF auch benutzen können. Also OpenLayers ist ein gutes Beispiel, Leaflet und so ziemlich jede Webmapping-Bibliothek, die viel benutzt wird heutzutage. Genau, also ich habe GeoJSON schon mehrmals erwähnt, das ist das Hauptformat in TURF, das ist eigentlich das Datenformat. Es gibt eigentlich nur das Datenformat. Also wenn ich jetzt mit KML, mit GPX, was auch immer arbeite, generell, kann ich das nicht direkt an TURF schicken. Also ich muss erstmal ein GeoJSON bekommen, das müsste ich also umwandeln, bevor ich dann TURF benutzen kann. Das Gute, für die, die es noch nicht so kennen, das Format, es ist alles in einer Datei, ich habe die Geometrie, die Attribute, und das Koordinatensystem, was eigentlich immer WGS 84 ist, also EPSG 4326, eigentlich immer das. Auch wenn es anders gehen würde, wenn man es in QGIS jetzt anders abspeichert, geht das eigentlich. Aber der Standard, eigentlich soll das nur noch WGS sein, soll so benutzt werden. Das heißt, in TURF auch immer WGS 84 benutzen. Und ich hatte auch einen Workshop unterrichtet gestern, da war auch die Frage, naja, ich habe ein anderes Koordinatensystem. Will die aber in TURF benutzen, dann müsst ihr die leider erstmal transformieren und die Daten benutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst werden da komische Sachen rauskommen, wenn überhaupt in etwas. Genau, also GeoJSON ist relativ einfach vom Aufbau, ist eigentlich pures JavaScript. Man hat Objekte, Arrays, ein paar Strings, Zahlen, Integer, Floats. Man sieht, es gibt Punkte, Linien, Polygone. Kann die theoretisch auch zusammenfügen, dass man einen Datensatz hat mit mehreren Geometrien auf verschiedene Typen. Das werde ich nachher nochmal zeigen. Genau, hier ist noch eine englische Folie drin, sehe ich. Ich hatte das bei der Phosphor G letztes Jahr vorgestellt. Also wie bekomme ich so ein GeoJSON, für die, die das ja nicht so kennen? Ich kann das von Hand schreiben, das dauert natürlich sehr lange, für einen Punkt leer easy. Aber wenn ich jetzt, sagen wir eine Stadt, Berlin, Bonn, die Grenze, da habe ich tausende Stützpunkte, das wäre ein bisschen schwierig. Wäre aber eine Möglichkeit, aber machen wir eher nicht. Das andere ist, ich benutze eine Webseite, die mich digitalisieren lässt. GeoJSON.io ist eine sehr, sehr gute Webseite, die kann ich nachher auch nochmal zeigen. Könnte ich jetzt ein paar Punkte setzen, ein paar Polygone oder Linien digitalisieren und die dann exportieren. Also kann ich es theoretisch schon im Web machen. Ist, wie gesagt, ein Webformat, kann ich im Web erstellen und im Web exportieren. Oder ich benutze eine Software wie QGIS. Ich persönlich benutze öfters QGIS. Ich lade in den Datensatz GPX, Shapefile, was auch immer, und dann exportiere ich einen GeoJSON. Oder wenn ihr OGR, GDAL, die Tools benutzt, Ogre2Ogre. Ich glaube, ist noch eine Folie. Ja, die kommt noch, die Folie. Mit Ogre2Ogre geht es auch ganz gut. Genau, QGIS, Rechtsklick, abspeichern und schon habe ich einen GeoJSON. Ogre2Ogre ist ein Einzeiler. Sage einfach, welches Format benutze ich, GeoJSON, und dann konvertiere ich das. Relativ einfach. Auch vor allem gut für Batch-Exporte dann. Genau, TURF ist Open Source, MIT-License, könnt ihr also auf GitHub runterladen oder auf deren eigenen Seite, turfjs.org. Könnt so ziemlich alles damit machen, also ist relativ frei. Installation oder Einbindung CDN, ich kann es direkt über deren Server einbinden. Persönlich würde ich das nur so zum Testen eher empfehlen, weil viele Befehle hier umbenannt werden oder umgeschrieben werden, Parameter sich ändern, habe ich oft gemerkt, weil ich seit über ein, zwei Jahren damit arbeite und da ändern sich öfter Sachen, die eigentlich wichtig sind, und passt da auf mit der CDN, ansonsten NPM oder einfach Download, wie auch immer ihr programmiert, ihr könnt das alles so einbinden. Modularität, wichtiges Thema, TURF ist modular, also wenn ich jetzt nur den Puffer brauche oder nur eine Distanzberechnung, dann muss ich nicht jedes Mal das ganze Paket einbinden, ich kann mir die Packages zusammenwürfeln und dann nur die benutzen, die ich brauche. Macht vor allem Sinn, wenn die Anwendung klein sein soll, und generell will man ja auch nicht jetzt den Client belasten, dass die User erstmal viel laden müssen, vor allem mobile Daten, wäre es blöd, wenn man ganz TURF lädt, nur um einen kleinen Puffer auszufüllen, das ein sehr, sehr kompaktes Werkzeug ist. Etwas sehr, sehr Gutes ist einfach die Doku. Die Doku ist richtig gut, wenn man einmal die Basics verstanden hat, und ich habe den Workshop, ich stelle den bereit, den ich gestern unterrichtet habe, könnt ihr auch euch dann anschauen, die Folien, die Daten, seht ihr, dass es immer eigentlich immer das Gleiche ist, immer das gleiche Schema. Das heißt, im Endeffekt muss man nur die Doku lesen und die Doku verstehen. Wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert,
ist Turf wirklich nicht schwierig. Es ist ganz einfach zu benutzen eigentlich. Wichtig ist, sehr, sehr wichtiges Thema, was ich als Input benutze. Ist ja alles GeoJSON, habe ich schon gesagt, aber manchmal braucht er nicht das Ganze oder die Feature Collection. Turf braucht nur einen Teil davon, ein einziges Feature. Hier das Beispiel vor der Bezier Spline, da seht ihr, dass da nur ein Feature benutzt wird. Also muss ich, wenn ich ein GeoJSON habe, eine Feature Collection, so wird sie oft exportiert, auch wenn nur ein Feature drin ist, muss ich das erstmal selektieren und einfügen. Da müsst ihr erst aufpassen, sonst wird es nicht funktionieren. Also immer aufpassen, steht da Feature oder steht da GeoJSON. Wenn GeoJSON steht, dann ist es das Ganze. Da immer aufpassen. Genau, hier ein paar Methoden, ein paar Beispiele, was Turf so kann. Vieles kennt ihr aus dem GIS, Zentroide berechnen, Distanzen, Envelope, so eine Art Bounding Box, also nee, nicht eine Art, eine Bounding Box. Difference, Intersect, ihr habt den Puffer, Flip, Tin, alles Mögliche kann man hier machen. Es sind öfters dann so Standardwerkzeuge und wenn man die zusammenwürfelt, dann kann man sich natürlich eine komplexere GIS-Anwendung zusammen basteln. Genau, was noch wichtig ist, würde ich empfehlen, ist, dass ihr wisst, wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt, mit JSON oder GeoJSON arbeiten, ihr könnt das als String ausgeben, also kann ich bei jedem Turf-Werkzeug einen String draus machen, also aus jedem GeoJSON, aber vor allem auch bei Turf, aus jedem Ergebnis kann ich einen String basteln und den ausgeben. So kann ich ihn also in der Konsole, in der Entwicklerkonsole kopieren oder in der Maske ausgeben. Manchmal bearbeitet man was und dann zeigt man es in der Maske aus, da kann der User es kopieren, da zeige ich gleich ein Beispiel dafür. Genau, da wären wir eigentlich schon bei den Beispielen, bei den Demos. Erst ein paar statische, bevor ich dann die Live-Demos zeige. Hier ist ein Beispiel, nur um zu zeigen, also ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe hier einfach eine, mit Leaflet jetzt, kann man auch alles mit OpenLayers machen, ist kein Problem. Eine Webmap mit ein paar Punkten in den USA und ihr seht auf der rechten Seite, dass da steht, in welchem Staat welcher Punkt ist. Die Zahlen seht ihr jetzt hier nicht, aber könnt ihr euch ja vorstellen. Also Punkt 12 ist in Colorado zum Beispiel. Wie weiß ich das? Weil von der Basemap her kann ich das eigentlich nicht ableiten. Das weiß ich eigentlich nicht. Na, was passiert hier? Ich habe einfach im Hintergrund ein GeoJSON geladen, einfach hier die USA und dann mit einer Schleife durch die Punkte iteriert und gesagt, ist Punkt im Polygon oder ist Punkt in dem Polygon. Oder bei jedem Punkt geprüft, in welchem Polygon es ist, eher gesagt. Genauer gesagt. Das heißt, im Endeffekt muss ich auch nicht alles darstellen. Das wollte ich hier nochmal klar zeigen. Also ich weiß jetzt, in welchem Staat welcher Punkt liegt, aber in Wirklichkeit sehe ich nicht, wie das berechnet wurde. Das kommt also aus dem Hintergrund, da liegt ein GeoJSON, das ich dann für den User im Teil nicht darstelle. Ganz einfache Punkt in Polygon-Abfrage hier. Kann natürlich komplexer werden. Hier ist auch ein Union. Seht ihr, wie das funktioniert? Also ich habe zwei Polygone jetzt, schnell zwei GeoJSONs geladen und dann berechne ich ein Union. Das heißt, er fügt die dann zusammen oder löst die inneren Grenzen auf in dem Falle. Explode. Das klingt immer so brutal, aber es ist ein schönes Werkzeug. Also einfach Stützpunkte extrahieren, die ganzen Stützpunkte bekommen. Ist ganz praktisch. Auch wieder ein Einzeiler und jetzt habe ich von dem Bezirk hier in Berlin habe ich nur die Stützpunkte von dem Bezirk. So kann ich also einzelne Stützpunkte extrahieren, Distanzen zu denen berechnen eventuell und so weiter und so fort. Da zeige ich auch gleich noch ein Beispiel. Genau, hier die Bezier-Kurve, dass man sich das vorstellen kann, wie es auch ein bisschen im Code aussieht. Ihr seht, oben ist dass die Spree hier in Berlin relativ schnell digitalisiert, sieht nicht so schick aus. Aber dann benutze ich hier eine Bezier-Spline, um das ein bisschen abzurunden. Dann sieht das alles ein bisschen schöner aus. Und ihr seht, wie einfach das eigentlich ist. Turf. In eine Methode, immer das Schema, immer das Schema. Und dann in Klammern die Inputs. In dem Falle brauche ich nur ein Feature. Spree wäre die Variable, in der man GeoJSON steckt. Dann spreche ich davon die Features an. Und da das Nullte, also das Erste, das da drin ist, kann ich dann berechnen lassen. Also relativ einfach zu benutzen. Manchmal hat man mehrere Parameter, manchmal braucht man sowas wie die Units oder die Distanz, bei einem Puffer zum Beispiel, also reicht es nicht nur mit dem Input. Auch hier gibt es Optionale, da könnte ich das noch verfeinern. Genau, hier ist ein Beispiel, da habe ich ein bisschen rumgespielt, ist ein bisschen älter, aber ich mag es immer noch, ich zeige das mal. Genau, das wäre hier die Line to Point. Habe ich eigentlich im Browser alles schon geöffnet. Toolbar weg. Genau, also es ist eine relativ einfache Leaflet-Anwendung mit ein paar Punkten. Und wenn ich jetzt auf die Karte klicke, dann berechne ich von dem Punkt, vom Klickpunkt, eine Linie zu allen anderen Markern.
Und was ich damit zeigen will, ist einfach nur, dass ich auch mit TURF Daten erstellen kann. In dem Falle klicke ich extrahiere die Koordinaten vom Klick, das mache ich mir alles mit Leaflet, mit dem Event-Object. Dann bastel ich mir ein GeoJSON direkt mit TURF, ein Punkt-GeoJSON, und dann generiere ich eine Linie zu dem und zu allen anderen Punkten. Und jetzt könnte ich diese Linien theoretisch auch benutzen, um Distanzen zu berechnen. Nur eine kleine Spielerei, aber ich will einfach nur zeigen, dass man auch Daten erstellen kann, was ein sehr wichtiges Thema ist. Ein anderes Thema, das geht in Richtung Stringify, was ich vorhin erwähnt habe. Hier eine einfache Anwendung, um etwas zu digitalisieren. Ich setze ein paar Punkte, ein paar Stützpunkte. Ich digitalisiere hier. Mit Rechtsklick, Entschuldigung, schließe ich dann ab wie ein QGIS und zack, baut er mir ein Polygon draus aus den Punkten und das ist das Wichtige, bekomme ich dann als Output ein GeoJSON. Und das ist dieses JSON Stringify. Ich nehme das Output von TURF und gebe das in eine Maske aus. Könnte ich jetzt kopieren hier und haue ich dann in eine Webseite, GeoJSON.io zum Beispiel. Kann einfach hier einfügen, zack. Und da ist es jetzt. Also sieht man, dass ich in einer Webmap was erstellt habe, kopiert habe, in einer anderen eingebunden habe. Ich könnte theoretisch auch ja das jetzt in Notepad, ich kann, oder in den Editor, öffne ich hier den Editor, haue das da rein, sage speichern als, mache eine GeoJSON-Datei draus. Also ich haue die jetzt auf den Desktop, ich nenne die einfach mal Bonn GeoJSON. Fällt mir nichts Besseres ein. Und dann starte ich QGIS, hätte ich vor der Präsentation machen sollen. Und dann kann ich das GeoJSON laden. Also kann ich super schnell im Web etwas erstellen, das ich dann irgendwie extrahiere, in eine Datei haue und dann sogar im GIS benutze. So kann man also mit mehreren Softwaren gleichzeitig arbeiten. Ja, QGIS braucht noch ein bisschen, ist okay, da ist es. Genau, erstmal in QGIS und jetzt seht ihr, dass ich diesen Datensatz hier einfach nur drag and droppe und da ist er jetzt. Nicht der schönste Datensatz, aber es beweist zumindest, dass ich sehr schnell im Web was digitalisiert habe, exportiert habe und dann irgendwo anders benutzt habe. Und das ist etwas, was ich eigentlich ganz cool finde. Was man auch jetzt natürlich als Output, als Download bereitstellen könnte. Da bräuchte man natürlich dann den Server, um die Datei zu generieren, das auch immer. Genau. Was ich noch zeigen wollte, also in ein paar Minuten, wir haben hier eine Demo auf unserer Webseite, geosys.net.de. Falls ihr daran interessiert seid, unter Downloads gibt es erstmal viele PDFs, aber vor allem gibt es hier das TurfJS Dashboard. Ist schon ein bisschen älter, der Code ist nicht mehr aktuell, viele Befehle heißen jetzt anders, aber ist trotzdem, ihr könnt euch das anschauen. Ist ganz cool, um Turf ein bisschen kennenzulernen. Also, was wir gemacht haben, so eine Art, so ein Mini-WebGIS eigentlich. Ich habe hier Input, Output, ich füge einen Datensatz ein, berechne ihn etwas und gebe den dann aus. Wenn ihr hier auf Tutorials und About geht, könnt ihr auch die Daten dann runterladen, Demo-Daten runterladen. Ich zeige euch das kurz. Ich gehe hier so, hier ist es. Zum Beispiel hier Flip. Flip ist ein interessantes Tool. Ich drag and drop mein GeoJSON einfach hier in diese Anwendung. Dann wird es erstmal angezeigt. Und jetzt will ich das in der Webmap darstellen, sage Add to Map und da ist mein GeoJSON. Ihr seht, in dem Falle sind es zwei Polygone und eine Linie. Also muss nicht immer nur eine Geometrie sein. Und jetzt könnte ich hier verschiedene Werkzeuge benutzen. Ich könnte eventuell sogar reinzoomen, dann seht ihr das ein bisschen besser. Genau, zoom mal kurz rein. Flip zum Beispiel. Was macht Flip? Flip die Koordinaten. Also wenn ich jetzt Lat Long vertausche, Long Lat, das Infinity-Strich hinbekomme, das kann nämlich sein. Demnach, wo man das exportiert, kann das manchmal anders sein. GeoJSON ist Long Lat immer, aber bei Leaflet zum Beispiel ist es Lat Long und da macht man öfters Fehler. Na, jetzt könnte ich die Koordinaten flippen und ihr seht jetzt, wie schnell das geht. Ich klicke einfach nur auf Flip, zack und schon ist mein Output da. Okay, liegt jetzt Info ganz anders. Und wenn ich will, kann ich jetzt hier auf Generate Output gehen und da ist mein neues GeoJSON. Das könnte ich jetzt kopieren, dann in QGIS laden oder in GeoJSON.io. Könnte ich machen. Genau, noch ein paar andere Werkzeuge, einfach nur, dass ihr TURF ein bisschen seht, wie das funktioniert. Erase ist immer ein cooles Tool. Genau, ich lade einfach mal hier einen Datensatz Add to Map. Da ist der erste Datensatz, jetzt kommt der zweite. Ups. Zwei Datensätze und jetzt mache ich ein Erase, also dass die zweitgeladene Datei wird von der ersten abgezogen, also erased.
radiert, ausradiert. Geht auf Erase und zack, da ist es. Und ihr seht auch wieder hier, wie schnell das geht. Das dauert nicht eine Sekunde, ist es schon da. Wenn ich jetzt ein WPS oder sowas benutzen würde, dann müsste ich das auf den Server schicken, da bearbeiten, zurückschicken. Kann auch ultra schnell gehen, aber kann auch länger dauern. Und ich brauche immer eine Internetverbindung. Ich könnte jetzt das Internet ausschalten hier, dann hätte ich zwar keine schöne Basemap, das ist egal, aber ich könnte es berechnen. Und das ist halt sehr spannend. Genau, mal sehen, ob ich noch ein Tool zeigen kann. Ja, eventuell einen Puffer. Ich gebe einen Puffer. Hier ist ein Puffer. Auch hier seht ihr Punkt, Linie, Polygon. Buffer berechnen, Distance, ich sage einfach mal 20 und dann Kilometers, so heißt es. Und dann seht ihr das geklickt, zack, ist das Ergebnis da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das wieder exportieren und wieder einbinden. Ja, wir haben das einfach entwickelt, einfach ein bisschen rumzuspielen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch den Code anschauen, aber das ist veraltet. Das ist nicht 2 Jahre alt, aber bei Turf hat sich viel getan in der Zeit, also viele Befehle heißen anders. Genau, das war's dazu. Ich habe leider nur noch 2 Minuten. Das reicht, glaube ich, nicht für weitere Demos. Ja, ich hätte noch eine andere, aber ihr könnt auch, wir haben einen Stand, könnt zum Stand kommen, kann ich noch weitere Sachen zeigen oder könnt ihr auch nach der Präsentation fragen. Ja, ansonsten, was gibt es noch? Ja, wir. Falls interessiert seid, wir bieten in Berlin einen, oder nee, online, ups, ist, bieten einen Online-Kurs an, um Turf zu lernen. Wer Lust hat, kann sich das anschauen. Ich habe gerade nicht geschafft. Hier. Genau, ist online. Der Workshop, das ist so ein halber Tag der Kurs, würde ich sagen. Der Workshop von gestern ist auch online, beziehungsweise stellt er noch online. Bis jetzt sind nur die Folien online, die Daten kommen noch. Was anderes ganz wichtig, ich arbeite gerade an einem Buch für Locate Press, habt ihr eventuell schon gehört. Das müsste Ende des Jahres rauskommen. Es ist ein Leaflet-Cookbook. Da gibt es ganz viele Rezepte, wo alles Mögliche zu Leaflet erklärt wird. Also wer Leaflet lernen will, soll sich das anschauen. Top Weihnachtsgeschenk sowieso. Und vor allem gibt es ein ganzes Kapitel zu Turf, deswegen erwähne ich das jetzt auch. Also wenn ihr mehr über Turf wissen wollt, da wird alles nochmal im Detail erklärt. Ja, ansonsten war es das schon. Das ging ein bisschen schnell, aber wenn ihr Fragen habt, sagt bitte Bescheid. Das Mikro. Okay. Ah, ja. Ich habe eine Frage zu Performance bei größeren Datensätzen. Bei GeoJSON hat ja erstmal keine Indexierung. Ist das bei Turf gelöst? Ja, gute Frage. Also größere Daten, immer das Problem in jedem GIS. es liegt nicht wirklich an Turf, sondern eher am Browser, würde ich sagen. Das hängt davon ab, wo ihr Turf natürlich ausführt. Wenn ihr es mit Node.js oder auf dem Rechner ausführt, auf dem Server, dann ist es alles ein bisschen anders. Im Browser, okay, wenn ich jetzt 20 Megabyte Datei lade, kann das natürlich ein Problem sein. Und dann wird es auch schwieriger. Indexierung oder besseres GeoJSON, ja, es gibt natürlich TopoJSON. Problem ist, dass ich das bei Turf so nicht benutzen kann. Das heißt, es ist wirklich das klassische GeoJSON, das ich dann benutzen werde. Schnelligkeit hängt alles ein bisschen auch vom Tool ab, was ihr da wirklich machen wollt. Verschiedene Sachen sind schnell berechnet, andere brauchen ein bisschen länger. Das, ja. Wir müssen ein bisschen. Ich hatte jetzt noch keine riesen Probleme bei den meisten Tools, aber ich benutze Turf meistens für kleinere Sachen. Also wir haben noch einige so Geoverarbeitungsplattformen entwickelt, da geht vieles über WPS, vieles serverseitig. Aber ich benutze hauptsächlich für die kleinen Sachen im Client und da geht alles super schnell. Also ich habe nie mehr als eine Sekunde gewartet. Aber ihr habt auch gesehen, die Daten hier waren relativ klein. 2 kleine Polygone, nicht viele Stützpunkte. Geht aber auch mit größeren, also ihr könnt ein paar 100 Stützpunkte haben, ist kein Problem. Ja, vielleicht eher eine Anmerkung, sehr schöner Talk. Zu der Frage von meinem, also der vorherigen Frage, was man immer noch machen kann. Es gibt halt auch super Bibliotheken, die den, also KDBush beispielsweise ist eine JavaScript-Bibliothek, die halt einen räumlichen Index anbietet. Und dann könnte man, wenn man jetzt viele Daten schon bereits hat im Client, macht diesen Index und hat dann schon dieses vorherige, also damit man die komplizierte Intersects oder Intersection-Methode nicht mehr ausführen muss auf alle Polygone, wo es dann halt bei den Bundesstaaten bei 49 kein Ergebnis gibt, weil man sich nur mit einem überschneidet, könnte man damit so eine Vorauswahl machen und dann nur noch diejenigen, die in Frage kommen, aufgrund in ihrer Bounding-Box beispielsweise,
genau überprüfen. Also da gibt es auch in JavaScript wirklich noch ganz viele andere Bibliotheken und die spielen alle super mit TurfJS zusammen. Ja, das stimmt. Ja, man kann natürlich, es ist flexibel, man kann viele weitere Bibliotheken einbinden. Ja, das ist ein guter Punkt. Also Turf an sich, auch wenn es eventuell nicht reicht, kann man immer noch was anderes einbinden. Genauso wie der Client. Die Map ist eigentlich egal, ob ich jetzt OpenLayers oder Leaflet benutze in dem Falle. Wie ich will, ja. Ja, danke. Jo, KDBush hieß die, die ich gerade genannt habe, die Bibliothek. Aber man sollte sich einfach anschauen, der Autor ist der Mona. Der hat unglaublich viele coole JavaScript-Projekte. Der ist ja auch der Entwickler von Leaflet. Genau, das ist der Vladimir Agafonin, ist das, ne? Genau, das ist der Vladimir Agafonkin. Schaut euch dessen Website oder Blog an. Der hat relativ viele coole Tools entwickelt. Also auch vieles, was, also er hat halt Leaflet entwickelt. Viele Teile von Leaflet sind aber auch bereitgestellt worden, die man dann einzeln benutzen kann. Das stimmt. Guter Punkt, ja. Schaut auch mal da rein dann. Noch eine Frage zur Flächenberechnung oder überhaupt zur in WGS 84. Achso, sehr guter Punkt. Also, ich habe mein WGS 84. Die Outputs oder die Distanzen, wenn ich jetzt Distanzen berechne oder eingebe, ist alles metrisch, aber wie genau Turf da vorgeht, was da wie transformiert wird, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich gestehen, aber alles, was ihr bekommt, ist immer metrisch. Oft natürlich ganz viele Nachkommastellen, die eben nicht so interessant sind. Aber mir ist nur aufgefallen bei diesem einen Beispiel mit den direkten Verbindungslinien, die sind ja in Pseudo-Mercator dargestellt, aber in WGS 84 gerechnet. Ja, aber die müssten ja eigentlich gebogen sein. Ja, stimmt. Auch hier, ja, wie soll ich das, geht schon Richtung, man könnte die auch gebogen darstellen. Also man könnte das auch so berechnen lassen. Da gibt es Möglichkeiten, da bin ich mir jetzt ganz sicher, muss man auch schauen. Aber es gibt da Optionen auch bei der Berechnung, wie das genau berechnet wird. Zumindest in den neueren Versionen, also früher war das halt nicht so in Turf, genau. Aber stimmt, das waren Straight Lines hier, das ist nicht immer das, was man erwartet. Ja. Das war's. Gut. Danke.